Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen 5 Gameboy Geheimtipps-Folge. Und heute widme ich mich dem Strategie-Genre. Und auf den ersten Blick mag das seltsam klingen. Strategiespiele auf dem Gameboy? Das soll funktionieren. Wenn man an Strategie denkt, dann fallen einem natürlich sofort so Titel ein wie Command & Conquer oder Warcraft, also ohne das World of, oder irgendwelche neuen MOBAs wie Dota 2 zum Beispiel oder natürlich auch Rundenstrategiespiele. Und das soll ohne Maus und ohne große Tasten auf den Gameboy geschehen? Spoiler, ja, sonst könnte ich euch jetzt ja keine Spiele zeigen. Es gibt nicht sehr viele Strategiespiele auf den Gameboy, aber es gibt welche und auch wenn die meisten natürlich jetzt nicht so die Spitzentitel sind, es ist doch mal wert, da mal genauer hinzuschauen. Und ich fange an mit genau so einem Titel und zwar Power Mission. Ihr seht es am Cover. Okay, hat das irgendein Praktikant in der Pause zusammengezimmert? Was soll diese Farbgebung? Das sieht total uninspiriert aus, sondern wie irgendwie irgendwas aus einer Clipart-Vorlage. Ihr kennt wahrscheinlich noch diese Clipart-Sammlung Mitte der 90er, schrecklich. Aber dahinter verbirgt sich ein durchaus gutes oder solides Rundenstrategiespiel. Wie ihr natürlich so den Cover ein bisschen entnehmen konntet, ist der Kontext natürlich so ein bisschen der Seekampf. Ne? Ihr habt die Auswahl zwischen verschiedenen zusammengesetzten Armeen. Da gibt es natürlich verschiedene Kampftypen. Also im Boote und Flugzeuge gibt es da. Natürlich Schnellboote haben eine andere Bewaffnung und Vorteile, wie zum Beispiel ein Zerstörer. Und natürlich können Flugzeuge eher über Land logischerweise fliegen als jetzt im Boot. Und dadurch haben natürlich so alle Typen ihre Vor- und Nachteile und da könnt ihr euch fest zusammengestellte Armeentypen euch aussuchen und dann stürzt ihr euch in die Schlacht. Und das ist erstmal wirklich ganz klassisch Rundenstrategie. Erst zieht ihr, dann der Gegner, man kämpft und so weiter. Und also eine Runde besteht immer natürlich aus einer Bewegung und dann habt ihr noch so ein paar Zusatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel die nähere Umgebung scannen oder natürlich, wenn ein Feind in Reichweite ist, angreifen. Wenn ihr euch für den Angriff euch entscheidet und das auch durchführen könnt, dann habt ihr dann auch meistens die Auswahl aus verschiedenen Waffentypen, wie zum Beispiel verschiedenen Raketen. Manche Raketen sind natürlich gegen Flugzeuge besser als gegen U-Boote zum Beispiel. Könnt ihr euch vorstellen, so eine Flugabwehrrakete ist durchaus etwas anderes. Und dadurch entstehen natürlich auch verschiedene Schadensarten, Schadenstypen und so weiter. Ihr merkt schon, es ist relativ komplex für ein Gameboy-Spiel. Das ist sogar ein Spiel, was ich damals als Kind hatte. Und ich habe nichts kapiert, weil das für mich damals auch so ein relativ neues Konzept war. Aber ich habe es immer wieder probiert. Es ist natürlich alles auf Englisch, deswegen habe ich das Kind nie verstanden. Aber für Rundenstrategie-Fans, die natürlich auf zugegeben im Vergleich jetzt zu Battle Isle auf dem PC damals oder ähnliches, ist es natürlich etwas abgespeckt. Und die Steuerung ist natürlich nicht ganz so ideal, aber durchaus mal einen Blick wert. Als nächstes habe ich Kingdom Crusade. Auch das wird euch wahrscheinlich nicht so oft über den Weg gelaufen sein. Und das ist auch eine wunderbare Vermischung aus Rundenstrategie und diesmal gemischt mit mit Echtzeitkämpfen. Und zwar habt ihr auch hier verschiedene Gegnertypen natürlich. Hier ist es natürlich alles so ein bisschen Fantasy-mäßig angehaucht. Zum Beispiel, es gibt den König, das ist zum Beispiel ein Allround-Kämpfer. Dann gibt es zum Beispiel auch den Bogenschützen. Ne, da könnt ihr euch vorstellen, im Nahkampf ist es halt eine Niete, aber halt Fernkampf ist hier und da schon mal ganz cool. Und auch hier ist natürlich so ein bisschen Stein-Papier-Schere-Prinzip. Die eine Einheit ist gegen diese besser, dafür schlechter gegen die andere und so weiter. Ne? Ihr kennt das Spiel, alle, die schon mal Strategiespiele gespielt haben, wissen das. Und da habt ihr eine zufallsgenerierte Oberweltkarte mit euren Einheiten drauf. Und euer Ziel ist es, die gegnerischen Bogen zu besetzen. So, ihr zieht also eure Einheiten rundenweise abwechselnd mit den Computergegner übers Feld. Und wenn es zum Kampf kommt, wechselt das so eine Art Zelda 2 an sich. Das ist so ein bisschen seitwärts, ihr seht es im Video. Und müsst dann gegen diesen einen Gegner in Echtzeit kämpfen. So. Hier kommen natürlich, wie gesagt, diese Vor- und Nachteile dieser einzelnen Einheitentypen zugute. Ne? Ihr könnt euch diesen Kampf dadurch etwas einfacher machen oder etwas schwerer.
Wenn ihr verliert, ist natürlich eure Einheit weg. Andersrum umgekehrt. Besonderheit ist noch, wenn ihr Bogen erobert, dann müsst ihr noch einen etwas komplizierteren Kampf bestreiten. Aber ich will das hier in diesem Video alles nur so grob anpeilen. Ich habe auch zu jedem dieser Spiele, die ich hier gerade vorstelle, ein Testvideo gemacht, beziehungsweise zu zwei noch nicht, aber die kommen auch bald. Die verlinke ich euch natürlich, um euch dann ein bisschen mal eine genauere Erklärung zu bieten, die etwas mehr in die Tiefe geht. Und dadurch kämpft ihr heute halt über die Weltkarten, über die Bogen. Und das finde ich einfach eine super Kombination, dass das wirklich nicht nur so ganz dröge Rundenstrategie ist, sondern da so ein bisschen Action dabei ist. Das schadet natürlich nicht, auch auf jeden Fall einen Blick wert. Als nächstes Spiel habe ich euch Raider Mission vorbeigebracht. Und Raider Mission, das ist auf den ersten Blick langweilig. Ne, auch hier natürlich ein quasi rundenweises Spiel. Und zwar quasi das rundenweise Spiel überhaupt. Jeder, der in der Schule war, kennt es. Schiffe versenken. Ja, und das auf den Gameboy. Das Spiel bietet euch zwei Spielmodi. Einmal Spielmodi 1 ist das klassische Schiffe versenken. Nur, dass ihr hier das noch so ein bisschen anpassen könnt. Ne? Also die Spielfeldgröße könnt ihr anpassen und das natürlich dann dadurch etwas schwerer, etwas einfacher machen. Also, ihr kennt das Spiel, ihr platziert eure Schiffe auf so ein Muster, ne? Ihr habt dann A, B, C und sowas und 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das heißt, ihr habt die Koordinaten, ihr platziert das halt auf so ein Schachbrettmuster, nenne ich es mal. Ne? Und jetzt müsst ihr abwechselnd mit euren Gegner auf das andere Spielfeld feuern. Aber ihr seht es natürlich nicht. Das heißt, ihr ratet, okay, B2 und wird euch dann die Trefferfeedback gegeben, habe ich getroffen. Das wäre schön. Habe ich daneben geschossen oder habe ich irgendwo in die Nähe eines Schiffes geschossen? Und damit tastet ihr euch halt an die Gegner ran und hofft, dass ihr die gegnerische Flotte vor eurer eigenen versenkt, also der Gegner eure eigene. Ist klassisch, bietet halt so ein paar Anpassungsoptionen, dadurch wirkt es etwas frischer, aber das wird natürlich auf Dauer langweilig. Spielmodus 2 ist was komplett anderes. Und zwar steuert ihr aus der Ego-Perspektive ein U-Boot. Das ist quasi eine U-Boot-Simulation, wo ihr halt rumfahrt, rumtaucht, Gegner erspäht und die mit verschiedenen Waffen behakt. Das heißt, sowohl für die Strategie und wenn ihr mal so ein bisschen Action zwischendurch haben wollt, ist für beide Geschmacksrichtungen was gesorgt. So gesehen, das zweite Spielmodus, ehrlich gesagt, für mich persönlich hätte es das nicht gebraucht. Lieber ein bisschen, so ein bisschen das Schiffe versenken, ein bisschen, vielleicht ein bisschen weiter gedacht, ein bisschen komplexer gemacht mit verschiedenen Armeen oder irgendwie sowas. Das wäre schön gewesen, aber auch eine willkommene Ergänzung, um dem Modul so mal ein bisschen mehr Spielwert mit dazu zu geben, nenne ich es mal. Ne? Jedenfalls, wenn die Schiffe versenken mögt und das gerne auf dem Gameboy spielen wollt, kann ich es euch empfehlen. Als nächstes habe ich euch Worms mitgebracht. Ja, es wurde tatsächlich auf den Gameboy portiert. Stand jetzt habe ich auch schon einen Test vorbereitet, das heißt, ich habe da erst kürzlich reingespielt. Ist natürlich das klassische Worms, also wer es damals verpasst hat, das hat natürlich die Serie verschiedene Ableger. Ihr habt immer ein Team aus 5 kleinen Würmern. Diese werden auf einer großen Karte verstreut abgesetzt und gegnerische Teams haben auch 5 Würmer, die werden auch zufälligerweise irgendwie abgesetzt. Die Karten sind zufällig gestaltet. Euer Ziel ist es jetzt, mit verschiedenen Waffen das gegnerische Team zu erledigen, also die Würmer. Ne? Die haben alle gewisse Lebenspunkte und je nachdem, welche Waffen ihr einsetzt, wovon natürlich Spezialwaffen limitierte Anwendungen haben und so weiter, ihr kennt das ganze Spiel, euer Ziel ist es halt, das gegnerische Team zu erledigen. So, das geht quasi rundenweise, verbunden vielleicht ein bisschen mit Echtzeit. Und zwar sind die Würmer immer nach einer bestimmten Reihenfolge dran. Und dann habt ihr eine gewisse Sekundenanzahl Zeit, um den Wurm zu bewegen. Ihr könnt springen und eure Waffe einzusetzen. Ne, das heißt, ihr seid schon etwas unter Zeitdruck, aber es ist schon irgendwie rundenweise. Und damit könnt ihr natürlich etwas taktieren, erledigt die anderen Würmer. Das Level gestaltet sich quasi mit, weil Explosionen reißen auch schon mal Krater in die Level. Das heißt, es ist alles so ein bisschen flexibel. Ihr könnt euch so gesehen theoretisch neue Wege schießen, um jetzt beim Gegner in die Flanke zu stoßen und so weiter. Großer Klassiker, ihr habt bestimmt irgendein Ableger davon schon mal gespielt. Wie ist das auf dem Gameboy portiert worden? Ich sag mal, okay.
Also ist natürlich die Grafik wesentlich krümeliger als im Original. Ihr müsst euch so ein bisschen dran gewöhnen und orientieren, weil auch hier und da mal die Übersicht nicht so geil ist. Ne? So nach dem Motto, okay, welche Würmer sind in welchem Team und so weiter. Wenn ihr euch aber so ein bisschen an den Stil gewöhnt habt, geht das eigentlich in Ordnung. Das heißt, andere Versionen sind natürlich weitaus stärker, aber wenn ihr Worms auf den Gameboy spielen wollt, könnt ihr das hier machen. Es ist kein Totalausfall. Okay, das klingt jetzt ein bisschen komisch für eine Geheimtippliste, aber so ist es nun mal. Ich kann da jetzt bei allen Titeln hier immer nie nun eingeschränkte Empfehlungen aussprechen, aber es ist wirklich okay umgesetzt worden. Aber wie gesagt, andere Versionen sind natürlich besser. Als letztes habe ich euch Castle Quest vorbeigebracht. Und auch hier, ähnlich wie Radar Mission, nimmt es ein Real-Brettspiel-Vorbild und pimpt das ein bisschen auf. Und zwar ist hier das Vorbild Schach. Ihr habt wirklich ein Schachfeld und eure Schachfiguren bestehen auch hier aus verschiedenen Einheit-Typen. Ne? Das ist natürlich ein bisschen kreativer, da gibt es zum Beispiel die Karate-Kämpfer, dann gibt es verschiedene Zauberer, die auch Zaubersprüche machen können und so weiter. Und ähnlich wie bei Schach zieht ihr abwechselnd. So. Während ihr beim Schach, sagen wir mal, der Bauer schlägt den Bauer querfeld über, denn wenn ihr angreift, dann ist der andere einfach tot und gut ist. Hier gelangt ihr in einen rundenweisen Kampf mit der gegnerischen Figur. Auch hier gibt es natürlich ein Schere-Stein-Papier-System, manche sind besser gegen andere und so weiter. Da gibt es, wie gesagt, natürlich auch die magischen Einheiten, die hier auch noch etwas zaubern können und das alles etwas eskalieren können, nenne ich es mal. Und es gibt einen rundenweisen Kampf, wo ihr so verschiedene Karten habt mit Angriffswert, sage ich mal. Und dann wird immer Angriff gegen Verteidigung gewürfelt und so weiter. Das ist also ein bisschen rundenweise Kampf, bisschen Zufall dabei. Wenn ihr halt gewinnt, dann ist der weg, ihr habt das Feld. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht, dass man dieses klassische Prinzip Schach nimmt und so ein bisschen rollenspielmäßiges Kampfsystem, nenne ich es mal, ganz grob hinzufügt, denn eure Einheiten können auch an Erfahrung gewinnen und werden dadurch besser, was natürlich auch immer sehr willkommen ist, um da ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen. Ich habe da noch nicht so ganz, ganz viel reingespielt, aber so auf den ersten Blick wirkt das schon sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Und ja, eine aufgepimpte Schachversion. Und das waren schon meine Tipps. Dieses Mal vielleicht mal so ein Genre, was vielleicht nicht ganz so populär ist. Ich hoffe, ich konnte euch ja ein paar Titel zeigen, die ihr noch nicht kanntet. Ich denke mal, da sind gut welche dabei, weil das sind alles nicht so Titel, die einem sofort als Gameboy-Titel in den Kopf reinkommen. Wenn ihr solche Videos wie dieses hier schon eine Woche im Voraus sehen wollt, dann könnt ihr ab sofort auch eine Kanalmitgliedschaft übrigens abschließen. Also ganz smooth Überleitung jetzt quasi als Rausschmeißer. Nämlich wenn ihr jetzt noch dran seid, dann stehen die Chancen relativ gut, dass ihr meine Videos mögt und auch alles immer schön zu Ende guckt. Und wie gesagt, eine Kanalmitgliedschaft könnt ihr abschließen. Das ist da unten, verlinke ich euch natürlich nochmal im Beschreibungsfeld. Kostet 99 Cent im Monat und ihr bekommt so ein klein nettes Icon neben euren Namen, wenn ihr kommentiert. Und ihr könnt Videos wie das hier im Regelfall eine Woche sogar schon im Voraus schauen. Und natürlich, ihr würdet mich und meinen Kanal damit unterstützen. Würde mich natürlich sehr freuen, aber keine Angst, ich gehe euch damit jetzt nicht allzu sehr auf den Sack jedes Mal. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, meine Lieben. Macht's gut. Tschüss.